Hallo, Konfuzeier, hier ist sie wieder, eure Josie, mit dem zweiten Teil des Customize-Einstellungsmenüs der Lumix G81. Ja, heute schauen wir uns das Ganze etwas breiter an und gehen auf jeden Punkt einzeln ein, tun das Ganze aufsplitten, uns die Einstellungen angucken. Das Ganze startet nach dem Intro. Gut, also die Einstellung speichern. Was verbirgt sich dahinter? Wir haben hier oben auf dem Modusrad zwei Punkte. Einmal das C, ich treibe es mal rum, damit ihr es richtig rum sehen könnt. Einmal das C1 und das C2. Wenn ich auf diese beiden Tasten etwas lege oder Einstellung etwas lege, dann sind das Custom-Einstellungen. Das heißt also Einstellungen, die ich selber an meiner Kamera vornehme und die ich aber dauerhaft gespeichert haben möchte, weil ich sie oft einsetze und mir sage, ich brauche die immer wieder und ich möchte nicht jedes Mal gucken, dass ich alles richtig eingestellt habe. Deswegen kann man das einstellen und dazu hat man diese Möglichkeiten. Und zwar hat man einmal eine Einstellung auf dem C1 und man hat insgesamt drei Einstellungen für die Schaltfläche C3. Warum ist das so? Ganz einfach. Die C21 ist hier oben drauf und die anderen beiden Einstellungen werden als Möglichkeit über das Quick-Menü zur Verfügung gestellt. Das sehen wir dann später. Und habe ich also die Möglichkeit, vier verschiedene Einstellungen direkt zu speichern. Ich gehe drauf. Dann sagt das, fragt die Kamera, aktuelle Kameraeinstellung als individuelle Einstellung 1 überschreiben. Dann kann ich auf Ja oder Nein gehen. Ich gehe jetzt auf Nein, weil ich das nicht möchte, weil ich da eigentlich schon Einstellungen drin gespeichert habe. Und dann würde das gespeichert werden. Wenn ich dann auf das C1 stelle, würden diese Einstellungen aufgerufen werden und ich könnte dann einfach losknipsen mit diesen Einstellungen. Genau. Als nächstes haben wir die Stummschaltung. Die Stummschaltung heißt, damit schalte ich die Kamera, die ja sonst dieses Klick, Klick, Klick oder dieses macht, je nachdem, was man gerade benutzt, stumm. Ist natürlich die Möglichkeit, sogar das Ganze einzuschalten, dass sie nicht stumm geschaltet ist. Nein, das heißt falsch. Mal auf On stellen, dass sie stumm geschaltet ist und auf Off, dass sie nicht stumm geschaltet ist. Ich habe sie auf On. Ja, auf Off, also bei mir ist sie nicht stumm geschaltet. Das habe ich aus dem Grund, weil ich gerne dieses Klickgeräusch beim Fotografieren habe. Nicht nur aus eigenem Interesse, sondern auch aus dem Interesse meines Mannes, der gerne das Ganze auch hört, wenn man ihn knipst. Ich mache das immer nur dann aus, wenn er das nicht mitbekommen soll, dann ist das was ich ausschalte, dann kriegt er das nicht mit und ja, genau. Hallo Schatzi. So, gut, gehen wir weiter. Als nächstes haben wir den AF-AE-Speicher. Ist manchmal ein bisschen lustig mit den deutschen, mit den eingedeutschten Sachen. Bei nicht allen Dingen, muss ich sagen, bin ich auch damit einverstanden, wenn man sie eindeutscht, weil sie sich manchmal im Englischen wirklich gut anhören und man weiß, was mit gemeint ist, aber dann beim Deutschen sitzt man da, hey, was ist jetzt damit eigentlich gemeint? Weil AF-AE-Speicher, hier steht ja nicht AF-AE-Speicher auf der Kamera steht AF-AE-Log. Also feststellen, nicht speichern. Aber das ist genau dafür gedacht. So, ich gehe jetzt hier drauf und habe dann verschiedene Möglichkeiten. Also ich habe die Möglichkeit, den AE zu locken. Ich habe die Möglichkeit, den Autofokus zu locken. Ich habe die Möglichkeit, beides zu locken. Oder ich habe die Möglichkeit, den Autofokus auf 1 zu stellen. Ich habe jetzt den Autofokus gelockt. Das hat folgende Bewandtnis. Ich lasse es auch da drauf. Wenn ich jetzt ein Bild, sei es über den
Bildschirm oder über den Sucher in meinen Fokus nehme, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich will das Bild sofort auslösen, dann drücke ich vorne auf den Auslöser. Es wird scharf gestellt und geknipst. Manchmal ist es aber so, dass man sagt, ich möchte jetzt gerne die Eulen hier als Fokus haben, aber sie sollen nicht in der Mitte des Bildes sein, sondern leicht verschoben. Wenn ich jetzt aber knipse und ich habe ja den Autofokuspunkt bei mir in der Mitte von der Kamera stehen, genau in der Mitte vom Bildschirm, dann müsste ich entweder den Fokuspunkt verschieben, was auch eine Möglichkeit wäre, aber immer ein bisschen mit Arbeit verbunden ist, nicht nur für das Einstellen des Fokus dann, sondern auch wieder das Zurückstellen. Oder ich sage, ich locke den Fokus, also ich fokussiere die Eulen und dann kann ich die Kamera bewegen. Und die Eulen bleiben trotzdem scharf gestellt, während alles andere unscharf wird. Und damit habe ich dann eine schöne Bildkomposition gemacht und habe trotzdem das scharf, was ich scharf haben will. Dazu nutze ich dann immer diesen Knopf hier hinten, weil da drücke ich drauf, dann ist der Fokus festgestellt und bleibt auf dem, was ich habe, scharf, egal wo es im Bildbereich hinkommt. Um das wieder zu lösen, müsste ich nochmal drauf drücken, dann wird der Fokus wieder freigegeben. Genau. So, hier im Übrigen, falls ihr euch fragt, stimmt, das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, falls ihr fragt, was das AE ist, das ist die Belichtung, die man dann noch einstellen kann und feststellen kann. Das sieht man nämlich auch hier, Fokus und die Belichtung bleiben fixiert. Wenn man sie durch die Taste loslässt, wenn man die Taste loslässt, und zwar geht es dann darum, ob sich das auf die Taste und auf die Taste bezieht. Wobei ich in dem Fall glaube, die Taste ist damit gemeint. Also das habe ich so eingestellt, wie gesagt, dass wenn ich hier drauf drücke, bleibt der Autofokus gehalten und wird sich dann entsprechend auch nicht verändert. Deswegen ist das bei mir auf an. So, den Auslöserfokus. Damit ist der Fokus hier vorne gemeint. So, den habe ich auf an. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, wird fokussiert. Ihr habt es gerade gesehen, jetzt hat er leuchtet da vorne rot, das sieht man im Bildschirm vielleicht ein bisschen. Ja, da unten, hier unten sieht man es hier. Wo ist es da? Da habt ihr es gerade gesehen, da, jetzt seht ihr das ein bisschen mehr mit Bild. Das heißt, momentan sagt die Kamera nichts Fokus, weil ich habe vorhin die Kappe drauf, deswegen kann die nichts fokussieren, deswegen seht ihr jetzt auch hier schwarz. So, gehen wir wieder rein. So, waren wir. Nein, da sind wir nicht, wir sind... Da, Autofokus, Auslöserfokus, genau. So, das heißt, wenn ich hier vorne drauf drücke, wird der Fokus scharf gestellt. Und zwar das, was ich gerade fokussiere. Das ist für schnelle Schnappschüsse wichtig, damit es auch gut aussieht. Weil sonst ist der Schnappschuss verwackelt und dann kann man mit dem Schnappschuss nichts anfangen. So, jetzt habe ich die Möglichkeit einzuschalten. Soll ich den Auslöser halb durchdrücken, um zu fokussieren, oder drücken und komplett durch und dann wird fokussiert. Ich habe jetzt hier den halb drücken auf ausgeschaltet. Dadurch, dass ich meistens mit dieser Taste hier hinten fokussiere, um meine Bilder ein bisschen ansprechender zu machen, was mir nicht immer gelingt, gebe ich ganz ehrlich zu. Manchmal stelle ich im Nachhinein fest, du hast schon wieder das Objekt, was du haben wolltest, statt nach rechts oder links verschoben oder oben oder unten verschoben, in die Mitte gepackt. Das sind Anfängerbilder. Gut, ich bin Anfängerin, deswegen kann mir das passieren und alles ist gut. Wenn ich das auf einschalte, kriege ich den Auslöser hier vorne halb durch. Es wird fokussiert. Und wenn ich weiter drücke, macht es Klick. Der Nachteil ist, lasse ich den Knopf hier vorne zwischenzeitlich los, ist der Fokus weg. Dann darf ich von vorne anfangen. Deswegen habe ich das ausgeschaltet. Ich drücke hier vorne drauf. Fokus, piep, Klick, durch. Fertig. Thema gegessen. Bild im drinne und gut ist. Genau. So, dann haben wir den Quick Autofokus. Diese Funktion ist deaktiviert, weil das ist hier hinten auf dem Touchbildschirm rumzutoppen.
Das ist semi-produktiv, weil ich jedes Mal dann über das Menü hier unten wieder, da über diese Taste wieder einschalten müsste, dass der Fokus in die Mitte rutscht. Und wenn ich dann zu viel oder zu wenig drücke, dann passiert das Ganze, dass das Ganze nicht da ist, wo es hingehört. Und das ist unintelligent. So, okay, dann haben wir den Augensensor AF. Das ist was ganz Tolles, nämlich die Kamera sieht, oh, da ist eine Person oder ein Tier im Bild. Wo ist denn das Auge? Ah, da. Und dann wird der Sensor, dann entscheidet der Sensor des Autofokuses darüber, ich stelle das scharf, weil das wird derjenige, der fotografieren will, auch haben wollen. Hm, nicht immer, aber häufig. Warum ich das jetzt bei mir auf ausgestellt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gerade gar nicht. Deswegen stelle ich es jetzt ein, weil eigentlich ist das was, was ich gerne eingestellt lasse, weil es nämlich eine sehr schöne Unterstützung ist, gerade wenn man Personen oder Tiere fotografiert, was ich ja sehr häufig mache. So, Zeit für den Autofokuspunkt. So, da gibt es drei Einstellungen. Lang, mittel, kurz. Hier sieht man wieder die sehr intelligente Übersetzung. Den Zeit für Autofokuspunkt, den übersetzt man, aber das Menü unten drunter übersetzt man nicht. Ja, also, lang heißt, ich drücke und es dauert einen ganzen Moment, bis ich den Autofokus habe. In der Mitte, das ist ein guter Kompromiss aus beidem. Ich muss jetzt gerade mal kurz ein bisschen mein Mikrofon runterziehen, sehe ich gerade. So, ein bisschen besser. Und bei Short, das wäre für Schnappschüsse sehr gut, weil klick, klick, bumm, fertig. Ist der Fokus schnell gehängt. Aber man hat dann das Problem, dass man häufig nicht unbedingt den Fokus direkt sieht, weil das Bild zu schnell durchrauscht. Und dann hat man den Salat, weil man feststellt, dass der Fokus auf der falschen Anzeige, auf dem falschen Punkt liegt. Deswegen Mittel einstellen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Oder probiert einfach ein bisschen rum. Dann habt ihr da keine großen Probleme. Genau. So, dann haben wir den Autofokuspunkt Anzeige. Full oder Pip. Also voll, der gesamte Bildschirm oder der gesamte Auslöser, Sucherbereich. Oder Bild im Bild. Picture in Picture. Das heißt, es wird in der Mitte eine kleine Stelle wird als Fokus vergrößert. Das hat mit der Fokuslupe zu tun. Ich habe das Bild im Bild angepasst, weil so sehe ich das, was ich fokussieren will und nicht den ganzen Bildschirm in der Größe und sehe noch das, was drumherum ist. Heißt, wenn mir von der Seite jemand in ein Bild reinläuft, sehe ich das noch rechtzeitig, kann das Bild noch unterbrechen. Was ich, wenn ich in der Vollanzeige bin, nicht habe, weil dann wird die gesamte Bildanzeige reingezoomt und das ist einfach nur ja kontraproduktiv. Genau. So, dann haben wir auf Punkt 3 das Hilfslicht. An oder aus? Was es macht, wenn es an ist, habt ihr vorhin gesehen. Das ist nämlich das Ding hier vorne. Ich drehe es mal wieder rum, damit ihr es seht. Dieses kleine Lichtchen hier. Ich werde jetzt nicht auf den Auslöser drücken, weil wenn ich das mache, werden alle, die jetzt in die Kamera gucken, beziehungsweise auf den Bildschirm gucken, ein rotes Licht sehen. Und wenn es falsch fällt, dann habt ihr den halben Tag rotes Licht vor den Augen. Deswegen lasse ich das. Ich mache es mal ein bisschen hoch. Wenn ihr jetzt drauf, dann... Ja. Nee, jetzt macht das nicht. Okay, gut. Wenn ich das anhabe, dann wird vorne angezeigt, dass, der Autofokus nicht richtig gestellt ist, beziehungsweise der Autofokus gerade gestellt wird. Und dann, und wenn ich es ausmache, dann wird es natürlich ausgemacht, dann sieht man es nicht mehr. Ich habe es gerne an, damit wird mir auch im Bildschirm was angezeigt, wenn der Fokus nicht passt. Und ich kann dann entsprechend darauf reagieren. So, der Direktfokusbereich, der ist hier aus. Das hat, wie gesagt, mit dem Objektiv zu tun. Es gibt Objektive, die haben einen Direktfokus und damit kann ich dann entsprechend, ohne dass ich was einstellen muss, wird das automatisch entsprechend fokussiert. Das ist zum Beispiel bei Makrolinsen ganz gut. So,
So, dann die Fokus-Auslöse-Priorität. Worauf habe ich die Priorität gelegt? Möchte ich den Fokus als Priorität haben oder möchte ich, dass das Auslösen priorisiert wird? So, beim Autofokus Single und Autofokus Field habe ich den Fokus als Priorität. Das heißt, ich möchte erst den Fokusrichter haben und dann auslösen. Beim Autofokus kontinuierlich, heißt also, wenn ich zum Beispiel schnelle Bewegungen aufnehme, habe ich das auf den Release gesetzt. Ich könnte es auch auf den Fokus setzen, aber hier sieht man, das Bild wird aufgenommen, selbst wenn es nicht fokussiert ist. Jetzt wird der ein oder andere sagen, das ist doch dumm, warum machst du das? Du kriegst doch dann viele Bilder rein, die nicht scharf sind. Beispielsweise habt ihr euch schon mal Bilder angesehen, die man im Dunkeln auf der Autobahn macht. Da ist das Licht verzogen. Das ist eine geniale Bildkomposition, dass ich mir vorgenommen habe, wenn ich das mal machen möchte, dass ich das so gerne haben möchte. Sollte ich es nicht brauchen, weil ich jetzt zum Beispiel bei einer Sportveranstaltung bin, was sehr, sehr selten der Fall ist, gebe ich ganz ehrlich zu, dann kann ich es umstellen. Aber sollte ich mal spontan abends unterwegs sein, sollte über eine Brücke gehen oder auf einer stark befahrenen Straße sein und sollte mir sagen, wow, das sieht jetzt richtig genial aus, das möchtest du jetzt schnell aufnehmen. Wenn ich dann erst anfange rumzusuchen und den Fokusbereich auszustellen auf den Release, also auf die Aufnahme, auf die Auslöse-Priorität, dann ist das Bild wahrscheinlich schon tot. Und das ist schade dann. Und deswegen habe ich das beim kontinuierlichen Autofokus auf Release gestellt. Genau. So, die Empfindlichkeit. Wie empfindlich soll der Fokus reagieren? 0 wäre durchschnittlich. Moment mal gerade. Entschuldigung. Ich habe aber festgestellt, auf minus 1 ist es bei mir am besten, da komme ich am besten mit klar. 2 ist mir schon ein bisschen zu stark verzögert und 1 und 2 im Plus, da ist es zu schnell. Da habe ich etwas fokussiert, was vielleicht schon gar nicht mehr da ist. Und deswegen minus 1. Bei mir, was ihr einstellt, müsst ihr natürlich wissen. Das ist bei jedem anders. So, jetzt habe ich den Autofokus, manuellen Fokus ein oder aus. Zu stellen. Ich habe ihn eingestellt aus einem ganz einfachen Grund. Jedes Objektiv, sei es mit einem Kommunikationsschnittstellen auf der Rückseite versehen, die mit der Kamera kommunizieren und dann den Autofokus automatisch steuern, oder manuelle Objektive wie zum Beispiel mein Lauva, können auch manuell fokussieren und zwar über diesen Ring hier. Wenn ich manchmal etwas aufnehme, zum Beispiel, ich bin sehr oft im Zoo und bei den Vögeln, hat man das Problem, da sind Gitterzäune davor. So, jetzt kann ich sagen, okay, ich zoome sehr weit rein und gehe dann zwischen die verschiedenen Gitter und sage, ich fokussiere den Vogel, der wird dann ein Stück von der Feder, dann wird der Vogel im Ganzen eigentlich fokussiert und kann dann wieder rauszoomen und komplett den Vogel aufnehmen. Ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich mache das Ganze manuell. Es ist eine Herausforderung, das sage ich gleich. Ich habe schon viele Fotos deswegen wegwerfen müssen, weil ich es nicht hingekriegt habe. Aber wenn ihr manuell fokussiert, könnt ihr den Fokuspunkt selbst wählen und lasst nicht die Technik alles machen. Und das ist manchmal richtig schön, auch wenn es Arbeit erfordert. Deswegen habe ich es eingeschaltet. Ich kann immer selber entscheiden, was von beiden möchte ich machen und entsprechend dem agiere ich dann. Genau. So, gehen wir weiter. Dann kommen wir zu besagter Autofokuslupe, beziehungsweise manuell Fokuslupe. Das heißt, wenn ich manuell fokussiere, schaltet sich in den Bildschirm eine kleine Vergrößerung rein, die ich nutzen kann.
Manchmal ist das ganz gut, gerade wie gesagt, wenn man im manuellen Fokus ist. Ich kann auch über das gesamte Bildschirmfeld gehen oder den Fokuspunkt frei wählen, dass das doch wieder ein Teil davor über die Technik läuft, oder ich schalte ihn aus, dann passiert bei der Fokusgruppe gar nichts. Und ich sage es jetzt nochmal, weil ich habe es gerade ein bisschen. Also entweder habe ich das gesamte Feld als Lupe, dann springt das hin und her, was es gerade denkt, oder ich nehme den Fokus direkt in die Mitte und kriege das Vergrößerungs in der Mitte, oder ich kriege den Fokus als Lupe auf den gesamten Bildschirm gelegt. Und ich habe den Fokus in der Mitte, weil, wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich habe gerne, dass ich am Rand noch ein bisschen von der Normalfotogröße sehe, um dann halt selbst zu entscheiden, passt es jetzt, passt es nicht. So, die Fokus-Lupenanzeige, Full Pip. Wenn ich es auch voll mache, ist natürlich die Einstellung der Fokuslupe hier oben völlig unsinnig. Deswegen habe ich es hier auf Pip wieder wie Picture in Picture, genau, also Bild in Bild. Genau. Die manuelle Fokusanzeige an, aus. Ich habe, da ich jetzt momentan ein Objektiv drauf habe, was ich nicht manuell fokussiere. Ich fotografiere häufig momentan mit dem Autofokus, weil ich momentan eher seltenst im Zoo unterwegs bin, die letzte Zeit. Das wird sich eventuell demnächst mal wieder ändern. Habe ich das auf, weil dann stört mich da nicht eine zusätzliche Anzeige in der Einstellung. Genau. So. Die Fokus der Fotos Picking. So. Das Niveau kann ich dann einstellen, wenn ich es auf Set stelle, und die Farbe einstellen. So, was heißt das Ganze? Das Fokus Picking. Wenn ich fokussiere und etwas passt dann nicht ganz in das Fokusfeld oder von dem Fokus der Kamera, der Sensor sagt, das, was du jetzt fokussierst, ist zwar schön, aber du hast dahinter noch was, was ich dann gar nicht mag, dann wird das angezeigt. Dann werden im Bild Dinge angezeigt in der Farbe Blau oder der Farbe, die ich einstelle. Die kann ich mich frei einstellen. Ich gehe jetzt nochmal drauf, gehe drauf. Wenn ich drauf gehe, habe ich verschiedene Farben, die ich anzeigen kann. Ich habe es standardmäßig, weil ich es aus habe. Und dann könnte man noch kontrollieren, wenn ich drehe, passt das dann oder nicht. Und deswegen kann man das nutzen. Ich nutze es eher ungern. Einige werden jetzt sagen, von meinen Kollegen, die das professionell machen, blöde Idee, probier es mal mit. Ich werde es bei Gelegenheit auch mal mitprobieren, das habe ich vor. Da werdet ihr vielleicht auch dann dabei sein und das mitbekommen, das sehen wir aber dann genau. So, und dann haben wir ein ganz wichtiges Werkzeug, und ich sage jetzt ein wichtiges Werkzeug, obwohl ich es auf Off stehen habe. Ein wichtiges Werkzeug, das man aber auch außerhalb der Kamera nutzen kann. Und da benutze ich es. So, das Histogramm. Man kann es einschalten, man kann es ausschalten. Das Histogramm zeigt euch einen Farbverlauf von schwarz zu weiß. Und je nachdem, wie der Farbverlauf über das Bild ist, wird eine Kurve in diesem Histogramm angezeigt. Und daran kann man erkennen, ob die Farbwiedergabe und das Bild ordentlich aussehen. Mit diesem Histogramm würde ich mir das Ganze im Bildschirm anzeigen lassen. Es würde wieder Bildschirmplatz zu machen oder Sensor-Sucherfeld Platz verbrauchen. Und deswegen habe ich es ausgeschaltet. Ich nutze es aber sehr gerne in meiner Software auf dem Computer. Das gehen wir demnächst mal durch, wie gesagt. Und dann werdet ihr sehen, was ich da für Programme verwende und wie man dann da mit dem Histogramm arbeiten kann. Ein weiteres sehr wichtiges Hilfsmittel, und Leute, ich sage euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, und 90% der Kameras haben diese Möglichkeit, schaltet die Gitterlinien ein. In egal welcher Form, schaltet sie ein. Ich gehe jetzt hier mal drauf, es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann die Gitterlinien ausschalten. Ja, der Bildschirm ist sauberer. Schön. Aber ihr nehmt euch ein so tolles Kreationswerkzeug der Kamera, das könnt ihr gar nicht übersehen, wenn ihr das mal ausprobiert habt. Dann gibt es das Zweilinien-Gitterfeld, das heißt, ich bekomme zwei Linien
in diesem Falle auf der Seite und hier unten und habe dann hier unten einen Punkt, wo sie sich kreuzen, den ich als Mittelpunkt nehmen kann. Ist eine schöne Idee, aber priorisieren solltet ihr die beiden oberen. Nicht jede Kamera hat die zweite Einstellung, die meisten, die allermeisten haben aber diese ganz oben, diese 9-Feld-Gitterlinienanzeige. Das heißt, sie unterteilt horizontal wie vertikal euren Bildschirm in 9 kleinere Quadrate und gibt euch somit dermaßen viele Fokuspunktmöglichkeiten, wo ihr dann den Fokus, den ihr in der Mitte vielleicht gesucht habt, hinziehen könnt. Und trotzdem gerade bleibt, der Horizont gerade bleibt, der Horizont nach oben oder nach unten verschoben werden kann, ein Baum, den ihr aufnimmt, nach links oder nach rechts ins Bild gezogen werden kann. Das ist so eine geniale Hilfe. Und wenn ihr die Möglichkeit habt und könnt das Ganze auch noch mit diagonalen Linien versehen, ist das Ganze noch genialer, weil dann könnt ihr die Kamera schief halten und habt ein schiefes Bild zwar, aber absolut gerade, und das ist so eine tolle Bildkompositionsmöglichkeit. Wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert es aus, ihr werdet sehen, ihr macht völlig andere Bilder. Genau, so, dann haben wir die Zentralmarkierung, das ist das Plus bei mir in der Mitte, was zeige ich euch dann gleich nochmal, wenn ich wieder zurückspringe. Ich habe sie eingeschaltet, wie gesagt, man kann sie auch ausschalten, weil ich habe hier diesen Fokuspunkt in der Mitte, aber ich möchte gerne noch manchmal noch in der Mitte vom Fokuspunkt, weil ich den ja auch noch vergrößern und verkleinern kann mit dem Rad hier oben, mit dem hier. Und da möchte ich dann doch in der Mitte noch was haben, was mir sagt, das ist die absolute Mitte deines Bildschirms. So, die Spitzlichter. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da bin ich momentan wirklich überfragt, was das ist. Ich liefere es euch beim nächsten Mal nach, beziehungsweise wenn ich es rausgefunden habe, schreibe ich es unten oder oben in den Bildschirm rein. Dann könnt ihr es im Video auf YouTube nachsehen. Den Leuten, die es nicht auf YouTube gucken, die werden es dann beim nächsten Mal kurz am Anfang mitgeteilt bekommen. Das Zebramuster. Ich habe es aufgeschaltet, weil das ist auch wieder so, da hast du zu viel Belichtung drin, das sieht nicht toll aus, sagt die Kamera. Ich will aber vielleicht genau gerade das haben und deswegen habe ich das ausgeschaltet. Man hat zwei Möglichkeiten, das einzuschalten und man kann es auch noch einstellen über Set, aber ich habe es ausgeschaltet. Wir werden mal, wenn wir draußen live aufnehmen und ich das Ganze euch dann auch zeige, mit entsprechender Kamera, also wenn wir rausgehen oder mal hier im Wohnbereich irgendwo die Bilder schießen, dann kann ich euch, werde ich euch das zeigen, wie, was damit gemeint ist. Das ist ein bisschen schwer jetzt direkt zu erklären. Genau, dann der Schwarz-Weiß Live View, den habe ich ausgeschaltet. Den kann man auch einschalten, aber wenn ich das jetzt mache, dann wird der Bildschirm, der Sucher, Bildschirm zeigen ja mir, was ich sehe. Das ist ja der Unterschied zu einer Spiegelreflexkamera. Eine Spiegelreflexkamera arbeitet ja mit Spiegel und da wird das Bild aus der Linse über den Spiegel an den Sucher weitergegeben. Hier sehe ich das, was die Linse vorne direkt sieht. Wenn ich das schwarz-weiß stelle, habe ich den Bildschirm schwarz-weiß. Hat einen Vorteil, und zwar den Vorteil, dass ich durch das Schwarz-Weiß natürlich den Kamera-Akku schone. Aber ich sehe nicht, wie das Bild aussieht. Das ist nicht so schön. Deswegen ausschalten, gut ist. So, dann haben wir die konstante Vorschau. Die habe ich auf 1. Kann ich auch ausschalten. Konstante Vorschau heißt, ich sehe konstant, was vor der Kamera passiert. Das Bild wird ständig aktualisiert, kostet zwar auch wieder Akku, ist aber, wenn man schnelle Bilder machen will, ein bisschen besser. Genau. Deswegen, wenn möglich, wenn euch der Akkuverbrauch nicht ganz so wichtig ist, könnt ihr das entsprechend dann einschalten und dann, ja, genau. Dann habt ihr immer ein konstantes Bild, seht immer genau das, was gerade vor der Kamera passiert.
So, den Belichtungsmesser ein- und ausschalten. Das heißt, sehe ich die Belichtungsmesserkurve dauerhaft oder nicht. Ich habe sie dauerhaft gerne eingeschaltet, deswegen ist sie drin. So, jetzt haben wir die beiden Anzeigestile. Und zwar einmal für den Sucher und einmal für den Monitor. Also einmal für den Sucher hier oben und einmal für den Monitor hier unten. Ich habe beides gleich eingestellt. Die Einstellungen sind in beiden auch gleich. Ich kann entweder am unteren Bildschirmrand nur eine Anzeigefläche haben oder ein unterer und oberer. Mit unten und oben hat man natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten. Man sieht wesentlich mehr, was das Bild angeht. Hier seht ihr es auch nochmal beim Monitoranzeigestil, genau. Und auch wenn der Sucher hier oben relativ klein aussieht, wenn ihr da durchguckt, ist der genauso von der Sichtfläche genauso groß wie der Monitor hier unten. Es kommt dann immer darauf an, mit was ihr fotografiert und was ihr an Informationen haben wollt. Das kann man dann entsprechend einstellen und dann müsst ihr selber wissen, brauche ich das nicht, und dann entsprechend einschalten und dann habt ihr die Einstellung und die Information, die ihr braucht. Genau. Monitor-Informationsanzeige. Einschalten, ausschalten. Ich habe sie eingeschaltet. Dadurch kriege ich zusätzliche Informationen in den Monitor gelegt, die manchmal ganz interessant sind. So, das Aufnahmefeld. Ich habe einmal das Aufnahmefeld für die Kamera. Das heißt, es ist ein etwas gestauchtes Bild. Oder für den Foto. Da ich die Kamera am Anfang oder den Foto am Anfang häufig dafür benutzt habe, meine YouTube-Videos aufzunehmen, bin ich hin und hatte das auf Video gestellt. Ich werde es jetzt wieder auf Kamera zurückstellen, auf einem einfachen Grund. Wie ich schon gerade sagte, das Bild im Video ist gestaucht. Mache ich ein Bild und knipse, sehe ich im Aufnahmefeld untersuche das Bild, wie es beim Video aussehen würde, aber nicht wie es beim Foto aussehen würde. Und ich habe die letzte Zeit häufig Bilder gemacht, da habe ich dann gewundert, warum ist da so viel drauf? Das hast du doch gar nicht gesehen. Und jetzt weiß ich wieder warum. Also, Kamera, wenn ihr nur Fotos macht, Video, wenn ihr auch Videos macht und sehen wollt, wie das Video auf dem Bildschirm aussieht. Genau. Restbildanzeige. Foto oder Zeit. Ich habe die Fotos gewählt, das heißt, ich sehe unten im Bildschirm, wie viele Bilder passen noch auf die Speicherkarte. Würde ich das auf die Zeit stellen, würde ich gezeigt bekommen, wie viel Videomaterial passt noch auf die Speicherkarte in Zeit. Die Autowiedergabe. Heißt, ich knipse ein Bild. Wie lange zeigt mir das Bild im Sucher oder im Bildschirm das Bild nochmal an? So, die Wiedergabepriorität habe ich auch ausgeschaltet, denn das ist keine Priorität bei mir. Ich sehe ja, was ich aufnehme. So, ich kann jetzt hier wählen zwischen 1 und 4 Sekunden. Jetzt sagt vielleicht einer, na, 4 Sekunden sind ja nicht so lang, kannst du doch das Bild viel länger angucken und gleich entscheiden, ob du es haben willst oder nicht. Ja, stimmt. Aber beispielsweise, ihr habt einen Vogel in freier Wildbahn und möchtet diesen Vogel aufnehmen und seid euch nicht sicher, ob das erste Bild auch was geworden ist, weil der Vogel sich bewegt. Und ihr wollt aber nicht eine Serienbildfunktion machen, sondern ihr wollt einzelne Bilder knipsen. Dann müsst ihr jedes Mal warten, bis das Bild ausgeblendet ist, bevor ihr das nächste Bild machen könnt. Bei 4 Sekunden wartet ihr 1, 2, 3, 4, Knips. 1, 2, 3, 4, Knips. Denkt ihr, der Vogel wartet so lange? Probiert's mal und sagt mir, ob ihr es hingekriegt habt. Aber bitte in freier Wildbahn und nicht den Hansi, Bubi, Knöpfchen oder wie auch immer im heimischen Käfig. Da kann der Vogel ja nicht weg. Sondern wirklich in freier Wildbahn. Glaubt mir, ihr werdet erkennen, warum es wichtig ist, das dann auf eine Sekunde zu stellen. So, weil ihr könnt ja auch später noch, bei mir ist es hier diese Taste, dann die Bilder einzeln nochmal kontrollieren, wenn ihr gerade nicht fotografiert. So, dann kommen wir zu den Einstellungen der FN-Tasten. Diese Kamera hat insgesamt 6, glaube ich. 6 FN-Tasten. 1, 2, 3, 4, 5, 5, genau. Sie hat 5. Plus einige auf dem Bildschirm. Ich glaube, ich kann 8 Einstellungen vornehmen. So, fürs Auge. Hier sehen wir sogar
Ich habe insgesamt 11 Möglichkeiten. So. Über dieses Menü gebt ihr an, was auf welchen Tasten ist. Was passiert wo. Und zwar habt ihr da zwei Möglichkeiten. Einmal für die Aufnahme und einmal für den Wiedergabemodus. Beim Wiedergabemodus habt ihr natürlich nicht ganz so viele Möglichkeiten. So, da ich natürlich im Rec nicht ganz so viele Möglichkeiten habe, das auf die Tasten zu legen, weil ich nicht so viele Tasten habe, werden auch einige während des normalen Arbeitsmoduses auf den Bildschirm gebracht. Da könnt ihr einstellen, wie ihr es möchtet. Wir gehen das demnächst mal zusammen durch und dann erkläre ich auch, warum manche Einstellungen besser sind, manche Einstellungen schlechter sind. Aber das sehen wir dann genau. So, dann haben wir die Objektivposition festsetzen. Das heißt, im Normalfall, ich habe es hier auf Off stehen, man kann es auch auf Einstellen. So, im Normalfall macht man beim Transport das, den Zoom. Ich kann die ja zoomen. Rein. Oder man hat ein Autozoom und sagt, also Zoom-Motor reingezoomt, macht die Kamera aus, der Motor fährt das Objektiv wieder zurück in die Grundstellung und man muss beim nächsten Mal wieder neu zoomen. So, jetzt kann ich bei diesem Objektiv aber sagen, okay, ich mache so und lasse es so auf dieser Höhe. Wenn ich die Kamera jetzt ausmache und die Kamera wieder anmache, sagt die Kamera, komisches Objektiv, was ist das für eine Einstellung? Ja, jetzt brauche ich erstmal einen Moment, das Ganze einzustellen, weil es die Position nicht gemerkt hat. Oder beim Autozoom, wie gesagt, es fährt, jetzt das Ding fährt das Zoom rein und wenn ich dann beim nächsten Mal knipsen will, muss ich erstmal rauszoomen, bevor ich wieder nutzen kann, den Zoom. Das ist manchmal umständlich, deswegen kann man dann sagen, ich mal das ein. Und dann merkt sich die Kamera beim Ausschalten die Position. Wie war der Zoom eingestellt und kann dann entsprechend gleich darauf reagieren. Ich sage es ganz ehrlich, ich zoome mein Objektiv, wenn ich geknipst habe und es nicht brauche, immer wieder rein, weil ich auch häufig mit dem Telezoom arbeite. Und das ist dann ungefähr so lang. Und glaubt mir, wenn ich das dann noch gezoomt habe, dann habe ich ungefähr ein... So, das passt gleich rein. Ein riesengroßes Objektiv da vorne dran und dann baumelt mir das auf der Kniescheibe, wenn ich die Kamera umhängen habe. Und das ist einfach viel zu viel. Deswegen mache ich das immer zurück. Das ist meine eigene Idee und damit kann ich gut leben. Gut. So, Quick Menu. Wir haben ja schon bei mehrere als einmal gesehen, hier oben haben wir die Quick Menu Taste. Wenn ich da drauf drücke, habe ich das Quick Menu. Man kann das entweder auf einer Voreinstellung stellen. Oder man stellt es auf ein Custom, dann kann man es selber einstellen. Ich habe es auf Custom gestellt, damit kann ich die Einstellung nochmal vornehmen. Ich habe die Kamera vor kurzem leider mal zurückgesetzt und daraufhin sind meine ganzen Custom-Einstellungen. Was das Quick-Menü angeht, ins Nirvana gegangen. Die muss ich alle wieder vornehmen. Habe ich mir gedacht, könnte ich aber auch mit euch zusammen machen. Passt dann wieder besser. So, dann haben wir die Radeinstellungen. Da haben wir die Möglichkeit zuzuordnen. Möchten wir das die Belichtungszeit vorne oder hinten oder den Weißabgleich vorne oder hinten? Ich habe Standard vorne die ISO, hinten den Weißabgleich. Wobei ich sagen muss, leider ist das mit dem Weißabgleich ganz blöde, weil den würde ich eigentlich viel lieber anderweitig einstellen und würde darauf lieber was anderes packen, nämlich die Blende zum Beispiel. Hab aber noch nicht rausgefunden, ob ich das wirklich, wie das geht, ob das funktioniert, wenn ich sage, ich möchte da hinten was anderes drauf haben. Muss ich mal testen, aber standardmäßig sind diese beiden Sachen eingebaut. So, dann kann ich angeben, möchte ich so rum hoch und möchte ich in die Richtung hoch und in die Richtung runter oder umgekehrt. So, dann habe ich den Belichtungsausgleich. Den kann ich noch ein- und ausschalten. Wobei, jetzt stelle ich gerade fest, Josie, du bist dämlich. Entschuldigung. Weil ich bin selbst, kann ich sagen.
Ich kann natürlich sagen, hier in den Belichtungsgrad, das, was ich eigentlich machen will, kann ich jetzt hier einstellen. Na, mache ich bei Gelegenheit. So, Wahlrad, dann kann ich hier noch angeben, Weißabgleich, Belichtungsmodus, Blitzkorrektur, Empfindlichkeit, Bildstil, Effekt. Ich kann also verschiedene Sachen da drauf packen. Momentan ist dahin der Weißabgleich einfach das Bessere und dann ISO habe ich hinten, das ist die Empfindlichkeit, habe ich hinten drauf gepackt. Fertig, passt bei mir. Wie gesagt, ich hätte hier vorne gerne die Blende drauf, aber das geht irgendwie, das habe ich irgendwie doch nicht hingekriegt. Also war das, was ich gerade gesagt habe, doch falsch und im richtigen Video würdet ihr das gar nicht sehen, weil ich es rausschneide. Genau, okay. So, dann haben wir die Videotaste. Die habe ich ausgeschaltet. Die Videotaste, das ist dieses kleine Dingchen hier. Wenn ich im Normalfall, wenn ich das eingeschaltet habe, da drauf drücke, wird ein Video gestartet. Ist manchmal ganz gut. Man möchte schneller ein Video starten. Möchte hier oben nicht drehen, sondern einfach das Video starten. Ja. Nein, möchte man nicht. Es werden nämlich die Einstellungen genommen, die ihr dann für das Foto habt und nicht für das Video. Und das ist ganz, ganz blöde. Wenn ihr ein Video aufnehmen wollt, klickt die paar Klicker rüber mit dem Modusrad und nehmt ein Video mit den Videoeinstellungen auf. Dafür habt ihr sie gemacht und dafür passt das Ganze auch und ihr habt am Ende ein Video, wie ihr es möchtet und nicht ein Video, wie die Kamera das gerne hätte oder denkt und ihr ärgert euch darüber, die Zeit vertan zu haben. So, dann haben wir die Videofernbedienung, das heißt, habe ich eine Fernbedienung, die kann ich hier anschließen, entweder kabelmäßig oder eine Fernbedienung, die manuell infrarotmäßig funktioniert. Dann kann ich den Knopf drücken und es wird ein Video aufgenommen oder nicht. Da ich bei mir, wenn ich die Kamera fernsteuere, mit meinem Handy arbeite, habe ich das Ganze da und dann brauche ich diese Einstellung nicht. Weil das Handy interessiert sich nicht dafür, ob ich das ein- oder ausgeschaltet habe. Wenn ich auf den Knopf beim Handy drücke, passiert das, was der Knopf macht. Nämlich das Video startet oder es stoppt. Oder es wird ein Foto gemacht oder eben nicht. Genau. So, PZ-Objektiv. Weiß ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht, was damit gemeint ist. Liefere ich euch auch nach. YouTube-Video wieder wie immer. Entweder unten oder oben ist das Ganze nochmal zum Nachlesen hinterlegt. Wenn ich dran denke, natürlich. So, dann haben wir den Blendenring schrittweise. Der hier ist stufenlos. Es gibt Objektive, bei denen ist das nicht stufenlos. Da war das klack, 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 klack. Die sind toll. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Das ist auch nicht schlecht, aber man überdreht gerne. Bei dem Klack, Klack, Klack habe ich einen festen Einrastungspunkt und weiß, Klack, passt, Klack, passt nicht. Gut, das könnte ich dann hier oben einstellen. Dann würde mir gesagt werden, mit welchen Rasterungen funktioniert das Ganze, weil diese Raster natürlich entweder vorgegeben sind, wie hier unten, hier unten die Entfernungsanzeige, also die Blende. Oder es wird mir. Geht so rum. Oder es wird mir nicht angezeigt, sondern ich habe die Rasterung durchgehend. Dann ist natürlich hier dieser schrittweise Weite entsprechend ganz gut, dann zu wissen: aha, klicke ich das, gehe ich einen halben Fokusschritt weiter. Klicke ich zweimal, gehe ich zwei Fokusschritte weiter und so weiter. Ist aber, wie gesagt, abhängig vom Objektiv. Den Augensensor. Das ist das Ding hier oben. Den kann ich in der Empfindlichkeit einstellen. Und ich kann einstellen, was passiert, wenn ich den verdecke. Also, im Normalfall habe ich den Monitor an. Kann ich drauf gehen? Live View Monitor, Autofokus. Wieso habe ich das auf Monitor stehen und nicht auf? Deswegen. Okay. Jetzt wissen wir es. Moment, jetzt muss ich kurz reingucken. Kleinen Moment. So, jetzt habt ihr gemerkt, was passiert. Also, was ich hier einstelle, ist dauerhaft. Entweder sind beide Sachen an, oder der Sucher ist an, oder der Monitor ist an. Ich will natürlich den Monitor anhaben, weil ich kann das Ganze aber auch hier oben
umschalten. Ich habe es jetzt so gemacht, dass wenn ich hier oben das Ding verdecke, nichts passiert, sondern der Monitor anbleibt. Ich kann es auch so einstellen, dass beides, wie gesagt, funktioniert. Wenn ich hier oben drauf gehe, geht der Monitor aus, sobald das Ding hier oben verdeckt ist. Und wenn ich wieder freigebe, schalte wieder den Monitor ein. Oder ich kann, wie ihr es gerade eben ja gesehen habt, nur den Sucher einschalten. Ist natürlich blöde, weil dann müsste ich so nah vor die Linse, dass ihr da gar nichts mehr erkennt oder ich nichts mehr erkenne. Genau. So. Und über das Empfindlichkeit hier, High and Low, kann ich entscheiden, wie stark reagiert dieser Sensor hier. Ich sage euch eins, wenn ihr das auf High stellt, ihr kommt nur ansatzweise in die Nähe und schon ist der Monitor aus. Das ist so nervig. Stellt es auf Low, wenn ihr es habt. Dann habt ihr immer noch, wenn ihr mit dem Auge dran geht, die Möglichkeit, hinter den Sucher zu gucken. Der Monitor wird ausgeschaltet, wenn ihr das wollt. Und alles ist tutti. Und trotzdem passiert nicht das, wenn ihr hier drüber geht, stellt sich das Ding aus, der Monitor ausgeht, wenn ihr was einstellt. So, die Touch-Einstellung. Der Touchscreen, den habe ich, wie ihr seht, der ist eingeschaltet. Ich könnte den natürlich jetzt auch ausschalten. Dann habe ich aber das Problem, ich kann gar nichts mehr machen. So, das ist jetzt natürlich blöd. Ich könnte jetzt nicht mal mehr den Touchscreen einschalten. Deswegen muss ich jetzt hier drauf gehen. Zack, zack. Und dann funktioniert der wieder. So, das Touchregister ein oder aus. Registriert kann ich in den einzelnen Spalten arbeiten. Ja, nein, klar. Der Touchfokus. Leute, tut mir einen Gefallen. Wenn der Sucher wie hier in der Mitte sitzt, schalt das Ding aus. Aus einem ganz einfachen Grund. Hier Auge, da Nase. Was passiert? Klar, da wird der Fokus hingesetzt. Wollen wir aber nicht, wenn wir den Fokus in der Mitte haben wollen oder hier unten haben wollen. Deswegen Touch Autofokus aus. Außer ihr arbeitet über den Display, dann schaltet es entweder ein, entweder die Belichtung mit dazu oder nur den Autofokus. Aber wenn ihr mit dem Sucher arbeitet, Touch Autofokus aus. Touchpad Autofokus, wenn ihr es denn doch mal probiert, könnt ihr es entweder ausschalten. Muss ich jetzt nicht, weil der Touch Autofokus jetzt sowieso aus ist. Offset oder exakt, beziehungsweise, nein, jetzt habe ich gerade was falsch gesagt. Es geht um diese Taste hier. Wenn ich das mache, wie genau springt er in größeren Schritten oder in kleinen Schritten? Ich habe es exakt, das heißt, wenn ich hier drauf drücke oder hier drauf drücke oder hier drauf drücke, das ist ja auch ein Bewegungsrad bei bestimmten Einstellungen, kann ich den Fokus entsprechend kürzer steuern und hab die feinere Einstellungsmöglichkeit. Deswegen auf exakt. Wenn ihr das darüber steuern wollt, hin und wieder. So, dann gehen wir hier wieder raus. Das Touchblättern. Schnell, langsam. Ich habe es auf schnell. Damit kann ich durchswitchen, wie schnell blätter ich durch was durch. Zum Beispiel, wenn ich Fotos habe, zack, 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 geht das schneller, als wenn ich zack, zack. Ich will schnell durch, weil ich ein Foto suche. Und wenn das dann zack, zack, das ist. Wer es langsam haben möchte, stellt es auf langsam. Ganz einfach. So, die Menüführung zeigt mir an, diese Text hier oben. Wenn ich das ausschalte, werden die Menütexte nicht mehr angezeigt. Ist, wenn man die Kamera sehr gut kennt und weiß, was heißt, gut, kann man sich das sparen. Spart wieder ein Mü-Akku. Ich habe es eingeschaltet, weil ich gerne hin und wieder mal nachlese, was da oben steht. Und dann kommen wir zu einer wichtigen Einstellung bei mir, obwohl sie jetzt ausgeschaltet ist. Und zwar haben alle meine Objektive, die ich besitze, Kommunikationskontakte mit der Kamera. Das Laowa, was ich habe, gibt es aber auch ohne diese Kontakte. Dann kann ich die Blende und den Fokus direkt an der Kamera, am Objektiv einstellen. Das kann ich bei meinem jetzigen Objektiv zwar auch, dass ich das verstellen kann, dann benutze ich aber die Blendensteuerung über die Kamera
und nicht über das Objektiv. Habe ich aber ein Objektiv da drauf, das von einem Dritthersteller zum Beispiel ist, also nicht von, ich sag jetzt mal, nicht von Olympus, die passen ja auch drauf, die Micro Four Thirds Objektive, oder von Panasonic, sondern zum Beispiel ein Sigma oder einen Adapterring, der mir andere Objektive von anderen Herstellern zulässt, dann schalte ich diesen Punkt ein, weil ohne Objektiv würde jetzt die Kamera nicht auslösen. Sie würde sagen, kein Objektiv, keine Bildmöglichkeit, vergiss es einfach. Mache ich nicht. Ist ja auch an sich richtig, soll es ja auch nicht. Wenn ich aber ein Objektiv, wie gesagt, habe, das nicht diese Auslösungsmöglichkeit hat, diese Kommunikationsmöglichkeit, dann muss ich leider das einschalten, damit die Kamera weiß, soll auch auslösen, ohne dass sie kommunizieren kann. Was für Nachteile das hat, wenn sie nicht kommuniziert, das sehen wir in der Software-Sache. Aber da kommen wir dann drauf, wenn wir bei der Software sind. So, und jetzt nochmal kurz zu dem Punkt, was ich gesagt habe. Das Quadrat hier in der Mitte, das ist der Fokuspunkt. Und diese Mittelmarkierung, diese Zielmarkierung, das ist das X in der Mitte. Und wie ihr hier bei mir seht, ich habe hier auch die Diagonallinien, habe hier aber 12 Felder. Das heißt, ich habe sogar noch ein paar Felder mehr als bei der 3x3 Einstellung. Und wenn ich jetzt mal hier vorne aufmache und ihr seht jetzt da, so, jetzt kann ich sagen, okay, das hier ist mein Horizont. Jetzt kann ich das so hinlegen, dass ich sage so, und könnte jetzt ein Foto schießen und hätte das schräg drauf. Wenn ich das dann gerade mache, sieht das relativ gut aus. Ich nehme mal hier jetzt den Titel in der Mitte, mache ein Bild, so, damit ihr es auch seht, so. Und ich finde, das sieht richtig gut aus. Finde ich jetzt. Das Bild werden wir uns mal speichern und bei Gelegenheit dann benutzen für eine Bearbeitung auf den Software-Sand. Das war Teil 2, das Customize-Einstellungsmenü der Lumix. Ja, wir haben uns jeden einzelnen Punkt genau angeguckt. Jede Einstellung sind wir angegangen. Wir gehen auf den einen oder anderen Punkt im Laufe des Kurses nochmal genauer ein, aber nicht heute. Ja, 2 Minus haben wir aber noch. Ob wir die in 2 oder in 4 Videos abarbeiten, sehen wir dann. Für heute bleibt mir nur zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Genauso natürlich über ein Abo, wenn ihr das wollt, und wenn ihr dann nichts mehr verpassen wollt, Glocke aktivieren, dann bekommt ihr eine kleine Mitteilung und seht gleich, wenn was Neues da ist. Ja, mir bleibt nur zu sagen, bleibt kreativ und tschüss!